Willkommen zurück im nächsten Part. Zeig dem Kevin mal den Mittelfinger, komm. Ja, Mann, jetzt geht es ab. Oh ja. Fick dich, du scheiß Fußball. Ja. Da muss es sich auch mit dem anderen auch noch anstrengen, damit es auch klappt. Ja, muss man ja ausholen dafür, dass man richtig mit Power den Mittelfinger gibt. Ja, aber macht dann nur mit der einen Seite, ne? Also. Vielleicht bekommt er auch auf dem einen Arm plötzlich so einen Krüppelarm und der Bizeps schrumpft einfach. vielleicht ist Stinkefinger dieselbe Auswirkung wie Salat essen. Das ist aber echt so. Oder ein Arm besteht aus Luft oder ist einfach nur aufgepumpt. Und jedes Mal, wenn er das macht, ist es so, ne? Die Luft wird einfach in den Arm reingepumpt, damit es klappt. Die Ankerarme. Die aus SpongeBob. Ja. Ah, so geil einfach. Ja, die ist sicher. Ja, Birdman. Ich hebe jetzt dieses Schild hoch. Warte. Okay, nee, das sieht jetzt langsam falsch aus. Sehr komisch aus, ja. Das ist ja was eigene Maus auf jeden Fall. So. Das Geile ist, ich kann jetzt jederzeit irgendwo hochlaufen, wenn ich will. Ja, das ist nice. Hab ich das hier eigentlich jemals angeschaut? Warte mal. Jetzt ist eine Raum, ich wette. Das wäre so lustig. Das wär... Schade. Ah, okay. Arschloch. Das Bienenglas. Immer das Beste. Ich hab gerade gedrückt, hallo? So, bei den Schildkröten da hinten ist die Frage, ob ich da schon mal war. Gute Frage, ja. Ja. Ich würde mal gerne hingehen, wenn es auf dem Weg wäre. Nein, ich geh mal da lang. Oh, ja. Der tiefe Fall des Birdie. Ich lese vor. Oh, wo ich auch schon länger nicht mehr war. Das war ein super Rätsel mit dem Silberrücken. Find the mirror reflects the truth of the ruins. Blablabla. Und er war einfach da. Ich liebe dieses Rätsel. Das war einfach. Das Rätsel war top. So ein gutes Rätsel habe ich noch nie gesehen. Ah, oh, ich bin... Ah, oh, Junge, ich vergesse es jedes Mal. Jedes Mal dasselbe. Ja, leider. Twin Gates respond to the Twin Soul. Ich lese vor. Monty sagt. Warte, das ist ja das Twin Gate, oder nicht? Das ist das Twin Gate, ja. Respond to the Twin Souls. Responded to the Twin Soul. Monty sagt. Das heißt, ich muss da so ein Item finden, wo so ein Twin Soul Ding ist. Also irgendwas wahrscheinlich hier im Inventar. Ja. Aber keine Ahnung, wenn das Spiel jetzt irgendwie richtig mies sein will, dass ich irgendwie sowas machen muss. Irgendwas hiermit und diese Viecher rufen muss, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich sterbe eh gleich, also. Ja, nee, hier passiert nichts. Außer ich muss einen bestimmten Knopf drücken, das wäre aber bitter. Stirb. Ich weiß, ich sterbe ja nicht richtig, also. Ach, schade. Ja, das ist ja schon mal passiert. Bist du da? Du hast ja doch ein Brain. Ja, manchmal schnappt es da so die ein oder anderen Sachen auf. Außersehen. Und dann im nächsten Moment vergisst es, dass man nochmal drunter nach unten drücken muss. So, also hier war ich, also. Habe ich die Musik habe ich nicht abgeändert, ne? Ich kann hier nicht runter. Bitter. Ja. Hä? Als ob. Okay, dann, Oder habe ich die Musik abgeändert? Ich glaube, das klingt noch relativ gleich.
Hä? Ich glaube, ich weiß, was ich damit gemacht habe. Okay. Ist halt so. Hm. Das letzte Jahr für mich ist halt nur. Also E.T. ist gerade die Leitung komplett am Besetzen. Eieiei. Ja. Dieses Huren-Alien. Ja, das ist echt scheiße. Bei mir ist Internet gut, aber ja. Jetzt gerade ist wieder schön HD das Bild. Das finde ich schön. Jetzt habe ich es verschrien sicher. Ja, von dem. Und hier waren wir schon 100 Jahre nicht mehr. Ja. Meditate under Uja, do nothing, just pray. Oh, ich erinnere mich an die Scheiße. Das haben wir auch nicht gemacht. Stimmt, ja. Yo. Keine Ahnung, das ist lustig, gut zu wissen, wer dieser Uja ist. Ja, das wäre ziemlich gut zu wissen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht da unten, aber ja. Die Vogelscheuche. Wo? Stimmt, das war noch gar nicht dem LP, ne? Der Schnabel. Achso, doch, doch, den haben wir schon gesehen, ja. Der ist sexuell. Aber das ist nicht offscreen gemacht. Boah, ich weiß nicht genau. Ich glaube eigentlich, wir haben das gezeigt. Ups. Komm jetzt, Pfeffer, los. Oh. Was? Heatproof Case, glaube ich, ja. Oh, Braucht nicht mehr so viel. Don't get any hopes up. Achso, da war ich. Ja, aber dieser Ujad, wer ist der Ujad? Ja, okay, das muss ich halt eben rausfinden, ja. Scheiße. Schneller! Nein, okay. Warte, oben geht nix, weil ich kann nicht hochklettern. Ja. Ja. Genau. Das heißt, man fällt hier wahrscheinlich runter. Von der Pyramide, glaube ich, ja. Ich muss trotzdem mal kurz gucken. Oh, you will never leave here. Ah ja, okay, da. Gut, dann... Oh. Jetzt wirst du nie wieder liefen. Hm. Das krasse Riddle. Das gute Riddle, ja. Ah ja. Ist schon zu Ende geriddelt jetzt. War auf jeden Fall sehr krass, das Riddle. So, aber da war dieser Ujad. Ja, keine Ahnung, ne? Ja. Wer ist der Ujad? Ist da die Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Es ist schon erkennbar, sag ich mal, als Ujad, würde ich sagen. Oh. Okay. Erstmal das hier. If there's a man, there's also... Ja, das wusste ich schon. You must not use weapons inside... Ja, das... Ja. If you wish to solve the riddle of the temple, proceed into the next room. Okay. Das Rätsel ist ja, dass ich unter dem Typen prayen soll oder so. Ja. Immer diese Gottesanbeter. Mm. Und das heißt, ich muss jetzt hier unter dem Auge wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, das stimmt. Aber egal, ich mach das jetzt. So. Jetzt gleich. Jetzt rastet es aus. Oh! Okay, nein, doch nicht. Warte mal, das da oben... Ah, nee. Es wäre schön gewesen, wenn ich das hier hätte aktivieren können. Bist du noch da? Ja. Okay, ich habe gerade kurz Schiss gehabt. Okay. Ich bin. So. Ja, das ist jetzt halt blöd. Ich bin gerade. Wahrscheinlich rastest du gerade innerlich aus, weil ich irgendwas falsch mache. Was so einfach ist. Nee, das wäre gar nicht. Ich bin gerade, aber. Ich mache nochmal den gleichen Fehler. Ja, komm. Summon the power of the twins. The twins are two and yet one.
The twins are very much alike. Die Twins, das war ja bei dem Twins-Gate, oder nicht? Ja, stimmt. Ja, ich kann langsam Dinge kombinieren, momentan. Nur momentan, aber ja. Und das... Der Detektor hat ausgeschlagen, ne? Ich weiß, aber das heißt ja nicht unbedingt was. Ich meine, da ist halt eben eine Truhe. Da oben rechts, also da links hier ist das Ding, aber das bringt mir nichts. Also kann ich mehr oder weniger einfach gehen. Außer... Okay, bei dem Ding fehlt der Kreis. Ja, aber bei den anderen auch. Nee. Wenn hier was ist, dann weiß ich es nicht. Okay. Hört sich jetzt aber eher an, als wäre hier was. Soll ich da durch? Ich weiß es nicht, also. Ich darf es dir nicht fragen. Ich probier's einfach. Ist ja auch egal. Ich merke schon, irgendwas, dich nervt was, also muss es irgendwas damit zu tun haben. Ich bin nicht genervt, ich bin angespannt so ein bisschen, aber... Ob ich Glück habe und irgendwas finde, ne? Hier muss ja was sein. Hier ist was, aber ich weiß nicht was. Das ist schon wieder das Problem. Ja. Ist halt immer so schwer, ich weiß nicht, wie viel man denn sagen soll, ne? Ja, das ist schwierig. Ja. Aber das ist wahrscheinlich wieder richtig leicht. Keine Ahnung, also der Raum sieht eigentlich komplett leer aus. Darf ich da mal ran? Hallo, Alter. Du warst schon so gut vorhin. Vorhin? Ich kann da dran nicht. Das ist doch irgendwas mit der Wand, oder nicht? Das war noch nicht ganz. Ich kann nicht an der Wand dran hängen bleiben. Ich kann da nicht dran hängen bleiben. Die Wand ist es doch. It's strange. Eigentlich hast du es schon gehabt, mehr oder weniger, muss man ehrlich sagen. Ja, aber wo? Also hat nicht gezielt, weil du eine Kleinigkeit nicht so gemacht hast. Oh nein. Ist irgendwas doppelt schlagen, dreifach schlagen, fünffach schlagen? Oh, scheiße. Leute, was ist das? Es ist wirklich bitter irgendwie, weil. Ganz ehrlich, eigentlich hätte es das Rätsel lösen sollen. Aber. Also, mehr oder weniger halt. Okay. Alter, ne? Ich meine, theoretisch, das, was mich so ein bisschen anfixt, ist die Stelle da oben gerade, wo ich geschlagen habe. Also hier, weil da ist kein Punkt. Das stört mich. Okay. Ich habe das Gefühl, dass da was sein muss. Und, Ich sag, du hast wirklich nicht mal ein Atom davon entfernt, das zu schaffen eigentlich. Ist es.
Ist richtig gemacht, aber trotzdem falsch. Ist zu schwer. Okay, ganz kurz, einen kleinen Tipp würde ich gerne danach fragen. Ist es jetzt, nachdem ich den Stein platziert habe oder bevor ich den Stein platziert habe, wo ich richtig lag? Bevor du den platziert hast. Okay. Also sonst würde ich noch 10 Jahre lang darum suchen und dann hätten wir gar keine Ergebnisse. Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt geht jetzt, muss ich ehrlich sagen. So. Da passiert ja nichts. Es gibt kein Feedback. Ja, aber trotzdem. Ich hab ja genug. Ich will das sicher gehen. Du hast halt wirklich schon exakt das gemacht, was du machen musst, aber... Ich hab überall nur hingeschlagen, hä? Ah, es ist so bitter, dass es nicht ausgelöst worden ist, Mann. Also kann ich es noch nicht auslösen, oder was? Doch, du kannst ganz, ganz sicher schon machen, aber... Hey. Alter, perfekt zusammen gemacht, aber... Ah! Es ist so schwer, das nicht einfach zu sagen. Jetzt habe ich keine mehr davon. Einfach irgendwo hinschießen in die Luft. Ja, ich... keine Ahnung. Das hat wirklich schon das, genau das gemacht. Ja, aber dann heißt es, okay, also. Warte mal. Ja, komm jetzt. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich das irgendwas einsammeln kann jetzt hier mit dem Reader. Oder irgendwas lesen kann. Das war mein Gedanke, aber. Du hörst, wie ich drücke? Ja. Dass du vor diesen Hinweis bekommen, oder? Warte, die Twins? Oder was meinst du? Es gab vorhin einen Hinweis. Oh, warte mal. Warte, ist das etwa der Vogel, dieser Typ, oder wo ich schlafen muss? Oder was? Muss ich da jetzt pennen, oder was? Das wäre so geil. Hey. Lies dir nochmal den Hinweis durch, ja? Okay, dann machst du es nicht. Schaffst du es? Ja, wie gesagt, du hast wirklich... Du hast es halt geschafft eigentlich. Aber dann doch nicht. Wenn du den Hinweis nochmal liest, vielleicht... Weil das Spiel einfach ehrenlos ist. Verstehst du es dann? Das ist mies, so das hättest du dir eigentlich schenken können, aber... Ja, wo ist die Tafel mit den Twins? Achso, warte, das war der Typ, der mir den Tipp gegeben hat. Ach stimmt, der hat ja einen Tipp gegeben. If there's a man, yeah, there's also a woman. You must not use weapons inside. Ja, okay, ja. Yeah. If you wish to solve the riddle of the temple, proceed into the next room. If there's a man, there's also a woman. Ich darf nicht da drin schlagen. Also gehe ich da jetzt einfach hin und schlag nicht. Und man würde halt so gerne einfach sagen und einfach sagen, hier, mach das. Ja, fick den Rätsel. Ja. Alter. Geh mal in diesen einen Raum, wo es die Heatproof Case gibt. Okay. Also brauche ich... Du schaffst das. Ich werde jetzt nicht helfen, du machst das schon. Ja komm, ey. Das würde ich mir auch wünschen. Ja, aber ich habe gesagt, du hast schon gemacht, ja? Das würde mich jetzt auch so abfangen. Es ist irgendwie mehr zu sagen, ohne... Meditate under Ujjat, do nothing, just pray. Ja, also in der Sekunde, in der ich über den Screen rübergehe, direkt Pause drücken. Heißt es, denke ich mal. Also ich bin jetzt mit diesem Pause-Gedanken festgefahren gerade. Okay. Das war interessant. Ja. He who has solved all the riddles possible. Ah ja, okay.
Ja, also ich soll direkt meditieren, also wirklich direkt, wurde mir gesagt. Ne? Direkt unter Utschat, ja. Ups, warte, komm mal raus. Ist das meditieren? Das ist halt wirklich das Erste, woran ich denke. So. Ja, es ist... Komm, hier, meditate under Utschat. Do nothing, just pray, komm, das... Ja, soll ich also, warte, so. Jetzt einfach stehen bleiben. Du warst so nah dran, komm. Du warst wirklich den Nanometer weg davon. Das ist schon länger her. Das ist wirklich sehr lang sogar. Hä? Komm, du musst unter Utschat. Ja, das Auge oder was? Du musst herausfinden, wer Utschat ist. Ich glaube, dafür gibt es keine Lösung in dem Spiel. Da muss man einfach sich denken können. Ja, hier die, jetzt. In den ersten Welten ist das Spiel nicht so fies. Ja. Also mehr oder minder halt. Ja, also ich finde das Rätsel ist echt fies. Also ich verstehe ja absolut nichts. Ach, Arschloch. Ja, aber was muss ich denn machen? Jetzt bin ich absolut raus. Ganz ehrlich. Do nothing, just pray. Aber was heißt pray, Junge? Was heißt das? Soll ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Stickefinger wieder rausholen? Das pray, du kannst nicht pray in dem Spiel, aber du musst... Ja, aber was heißt das? Ich soll einfach in den Screen reinwechseln und nichts tun? Also einfach jetzt hier nichts tun? Du musst unter Utschat meditieren und nichts tun, ja. Gut, das heißt, ich gehe jetzt da einfach unter den Steinfelsen da und mache nichts. Und hoffe, dass mich der Gegner nicht rausschlägt, weil ich darf ja niemanden töten. Oder nicht? Oder darf ich töten? Scheiß drauf. Töt sie einfach alle, ja. Ja. Wieso nicht? Ja gut, ich habe das irgendwie auf, nicht in der Frau schlagen bezogen. Ja gut, du bist jetzt nicht die Frau, weil die Unterhose. Ja. Ah! Du bist ja krass. Das ist so viel. Du hast vorher doch schon gesagt, oh, ist das Utschat vielleicht, ja. Aber du hast da geschlafen. Schlafen ist ja nicht nichts tun. Ja, ja. Du darfst da wirklich nichts machen. Das Ding ist. Du jetzt den Sleep. Das Ding ist, es gibt halt keinen. Es gibt ja keinen Beat-Knopf oder sowas. Deswegen war das so nicht so verständlich, ne? Also. Ja, natürlich. Ich sehe es auch ein, aber. Ja. Ist halt das Schlimmste ist immer, wenn du es schon gehabt hast und dann wieder weggehst. Ja, weil es halt auch in der Zeit auch nicht weiter zählt. Das ist halt. Ah, das ist bitter. Aber immerhin. Ich habe wie gesagt, es hätte eigentlich auch zählen können. Ich meine, ja. Das Pause drücken ist auch mehr oder weniger nichts tun. Ja. Also erstmal speichern. Aber wir haben ein Ankyuwel wieder. Das bedeutet, wenn wir einen Boss finden irgendwann. Das könnte eigentlich auch bald passieren mal. Ja. Vielleicht heute noch? Wobei, ja, 7 Minuten noch bis 30. Bis wir 30 Minuten gezockt haben. Mal schauen. Wenn du schnell bist. Bin ich schnell? Das Ding ist, ich hab geschaut, wo bei dem Boss, wo der nächste ist, und ich. Er ist noch nicht da irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man den triggert, ist das Problem. Also. Ja, einfach genug Rätsel. Ich glaube, seinerseits irgendwann bald mal getriggert ist. So, scheiße, die machen zu viele Rätsel, ich bin getriggert. Scheiße, jetzt muss ich alleine LP'en. Kein Parsec mehr. Oh, das ist bitter. Wenn ich jetzt einfach so die Tastatur auf den Boden hämmer und einfach losschreie, ich will keine Ladezeiten haben, dann musst du zocken, aber du kannst nicht mehr zocken. Das ist schon bitter. Das ist bitter. Ja. Ankh! Und das Rätsel mit Utschat gelöst. Ja, nice. Ja, du bist ja im Endeffekt selbst draufgekommen, das war ja... Ja, an sich theoretisch schon. Eigentlich schon, halt... komm ich mal. Ja, theoretisch. Es ist halt trotz allem immer noch so... Schon bitter, sagen wir so. Es ist sehr bitter gewesen, ja, aber... Ja. Ja. Abseits davon, es geht, okay. Immerhin, also sagen wir so, immerhin einfach gelöst am Ende. Dass das als gelöst zählt.
So, ich möchte jetzt endlich mal schauen wegen der einen Stelle. Oh, warte, hier gibt's nichts. Warte, hier gibt's nichts. Ja. Aber super, die Aussage. Oh, die Map. Ah ja, stimmt. Also ich kann eins weiter runter. Warte, ich gehe dann kurz mal dahin. So. Also runter. Runter. Wie kommt man dahin? Ich war da mal, glaube ich. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass du da schon warst. Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir müssen alles testen, ne? Der Boden kann ja auch mal random zusammenbrechen, wenn er Lust drauf hat. Vielleicht wieder sind wir wieder die Rätsel, die da noch kommen. Mhm. Also auf den Tafeln, das. Es kann auch sein, dass ich hier. Das ist ein Schmaus, sag ich mal. Für die Seele. Arschloch! Der Bowser blockt das ab. Das miese Schwein. Ja, ich dachte, ich könnte mir jetzt dadurch den Weg einfach verschaffen. Kann ich von hier aus dahin? Oh, oh! Bin ich da jemals hoch? Ha! Ha! Nee. Ha! Oh, ja. Also, so oder so, endlich mal was Neues. Wobei. Wow, das war der Hinweis. Wer Uchat ist. Was? Junge, ich hab nicht drauf aufgepasst. Beziehungsweise, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das einfach weggedrückt habe. Hast du wirklich kein Hirn, oder? Ja. Vielleicht. Ja. Und das war gerade dumm von mir, ich weiß. Wie willst du den Sonics entkommen? Ist einfach Skill. So, nochmal da hoch. Oh mein Gott! Was ist? Jo, mir fällt gerade wieder ein Rätsel ein, was wir machen. Oh, shit. Okay. Wie komme ich da hin? Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, du kannst noch nicht dahin. Okay, ja, ich habe nämlich absolut keinen Plan. Ja, dann mache ich das hier. Was wolltest du mir sagen? Welches Rätsel? Es gab wieder ein Rätsel, was ich mich erinnert habe gerade, aber... Ich kann natürlich jetzt nicht. Naja, nicht einfach so spoilern, ne? Das Ding da oben, Alter, ne? Das regt mich immer noch auf. Ah, Pfeffer? Wollen Sie Pfeffer? Ja, das Pfefferrätsel, das... Oh, come buy something! Nö. Der hat aber auch Wucherpreise, der Ficker. Ja, echt so, ey. Leute, das ist ja auch eine Hand. Warte mal. Überall Hände. Lol, ich seh's jetzt. Junge, die Wand ist ja wirklich theoretisch überall Wände. Die Wand ist überall Hände. Ja. Okay. In der anderen Welt sind Hände. Oh, scheiße. Hab grad aufgepasst. Das ist der Tipp des Tages. Das ist natürlich echt krass. Und du schaffst du noch das lol. Pfefferrätsel. Es ist halt die Frage, in welcher Welt. Hast du vielleicht Lust mit? Soll ich das sagen? Ja. Ich habe gesagt, wirst du nie sonst drauf kommen. In der ersten Welt, ja. Also im Guidance Gate. Hier.
Nee, oder in einem Land in der. Warte. Hier in, wenn du auf 1 klickst. Hier. Genau hier. Okay. Ja, gut, dann. Das könnte man sogar, glaube ich, schaffen. Das fällt mir noch ein. Können wir sie mal ganz kurz ein bisschen genauer gucken? Alter, ne? Ich könnte ausrasten bei den Viechern. Nase. Offer free sacrifices to the heavens. Okay. Meiner Freizeit immer wieder gern. Das habe ich, glaube ich, noch nie im Leben gelesen, aber. Interesting. Erklärt wahrscheinlich irgendwas. Oh. Das erklärt was, ja. They say that the courageous can get a weapon, but if I jump into the spikes, I'm finished. Der Arme. Ja. Wir haben mal hineingehüpft, dann. Ich würde jetzt nicht so ausschauen. Ja, das ist schon bitter. Ist das nicht voll sad? Oh mein Gott. So viele Leute einfach gestorben. Und die haben natürlich ihren letzten Satz noch auf den Lippen, sag ich mal. Sogar ohne Lippen. Für immer und ewig. Konnte man. Oh, fuck. Ich dachte, das wäre. Ah, oh, nee, das war weiter unten. Ich hab auch gerade gedacht, ja, irgendwie. Ja. Ich dachte, ich kann jetzt so richtig cool abkürzen und dann. Ja! Wie kam er. Ja, es ist halt. Es bestätigt wieder, dass du am Anfang nicht gesucht hast. Das ist am Anfang nicht. Ja, okay, ja. Oh. Oh mein Shit. So langsam fühlen sich die ROMs. Ja. Das ist alles nur, weil ich plötzlich nicht mehr inkompetent bin. Ja. The Sad Tale of the Giants, their history is recorded therein. So. War da nicht irgendwas, dass die mal die Augen offen hatten und dann. Die hatten mal die Augen offen, ja. Die haben ja. So creepy nachgeschaut. Ja, warum auch immer das. Ja, keine Ahnung, was die jetzt machen. Ja. Schauen aus, als ob sie einen sexuellen Traum gerade hätten. Irgendwie. Angenehm. Also ja, Illuminaten. Mhm. Dreieck. Für mich ist es ja direkt von Anfang an Triforce gewesen, aber gerne. Ja. Könnte natürlich auch sein. Dann eben Illuminati confirmed. Okay, pour the memories of this land into the Grail. Chant this place. Remember the Grail and those short return. Also das ist einfach nur der Tipp, dass ich halt eben, ja, ja, dass du dich teleportieren kannst zu den Gralpunkten mit den Krone. Ja. Gut, dann, Geil, mit Leertaste kann ich nur blinken, was das Zeug hält. Ah, okay. Wow. Ich wollte kurz gucken. Der Secret Exit. Shit, Alter. Jetzt kommen wir in Welt 4-2. Ne, 4-1. Ah, da war die Schlange. Ja, hier war der gute King. Ja, gute alten damals. Zeiten. Damals war noch alles besser. Ne, eigentlich nicht. Ich war noch viel schlechter. Autsch. Ich hab schon 3 Bosse. Ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ah, das freut mich. Da links sind so viele Engel, so, ne? Engelstatue. Das macht mich ein bisschen fuchsig. So. Also schon, was das mit dem Pfeffer auf sich haben könnte. Ja, irgendeine Person halt. Okay. Achso, ja, du kannst so Bosse aktivieren. Ja, okay.
Leute, jetzt verstehe ich halt teilweise Sachen. Aber das liegt eher... Ja. Das liegt eher daran, dass ich es halt schon mal gesehen habe jetzt. If you dast cross the ocean of the inferno, thou shouldst take the top path. Warte. Ist auch gut. Ja. Also wenn ich den Ozean des Infernos überquere, sollte ich den oberen Weg nehmen. Also das heißt, in dieser Feuerwelt soll ich den oberen Weg nehmen. Ja. Ist mein Ding damit schon wieder? Ich erinnere mich, da war der Gral. Oh, wir sind bei 35 Minuten. Machen wir noch ganz kurz ein bisschen, weil das dann ne, der letzte Part ist, vor dem Ende. Komm, wir schaffen jetzt noch das Pfefferrätsel. Oh, das wäre super. In the Temple of the Sun, a new trap fills a hole and conceals the trigger. Wenn du es nicht schaffst in dem Part, dann kann ich es dir auch sagen, weil wir werden es uns nie finden. Okay. Also mit Hilfe schon, aber ich weiß nicht, wie man alleine auf das kommen soll. Jemals. Das wäre scheiße. Wer weiß, vielleicht riechen Skelette ja auch. Twin Guards, silent and alone, deliver a stone on high. What does it mean by guards? Kann ich sagen, du musst schon zum großen Zinken bringen, sag ich mal. Den Pfeffer. Zum großen Zinken? Was für ein Zinken, hä? Ich hab einen großen Zinken, ja. Was ist ein Zinken, Alter? Ich hab keine Ahnung. Der Nase, du! Ach so! Du Lolo! Große Nase. Was Zinken heißt, bitte? Ja, ich hab an Zink gedacht oder so, aber da hab ich an Chemie an gedacht, Zink, Alter. Ja. Danke, dass du mich an Chemie erinnert hast, okay? Hier ein großer Bahnzink. Wobei, ja, ich bin aber auch so blöd, ne? Pfeffer und das mit der Nase, aber trotzdem irgendwie. Das Wort hab ich nie damit in Verbindung gebracht. Ja gut, das hat nichts damit. Zinken. Nase. Du siehst sehr eindeutig Nase. Es ist nicht so ein kleines Ding, was du nicht zu einem Pixel groß ist, sondern du bist schon. Okay. Am Ende ist es schon heraus. Am Ende ist es dein DDD-Bild. Das wäre lustiger. Ja. Wenn ich das so umgemoddet hätte. Am Ende ist der Zinken dann einfach nur der. Das große Kinn. Ich würde auch sagen, das Ding schaut auch ein bisschen verdächtig aus, würde ich sagen. So leicht. Ich lese vor. Monty sagt. Scheiße. Ich bin gerade echt ein bisschen fraglos. Also nicht, wann wir das letzte Mal dort waren. Obwohl, die sind zu lang her. Ich dachte, das wäre irgendwie... Ah, man, irgendwas Auffälliges. Keinen... Es ist wirklich nicht auffällig, aber es... Wenn man es weiß, kann man sich schon denken, okay, das ist schon so ein Ticken anders. Oh, holy moly. Da oben geht's ja nicht weiter, das ist ja nur das eine. Arschlochspiel. Du schaffst das, es ist schon... Dann denke ich, muss ich da nach oben wahrscheinlich. Wenn wir da schon länger nicht mehr waren. Wobei, ja, aber wir waren ja heute schon da. Mann. Zinken. Der Zinken. Oh, holy moly, ey. Oh, holy moly, Alter. Nice. Ich bin einfach hochbegabt. Die Frage, aber keine wie Ahnung. Soll man auf das kommen selbst? Also ganz ehrlich, das ist einer von so vielen. Der einzige Unterschied ist, dass der Mund... Ja, aber die anderen haben auch einen geschlossenen Mund, die geschlossenen Augen haben. Bei ihm als... Ja, stimmt. Aber die sind halt... Es ist mies, es ist sehr mies. Ich weiß wirklich nicht, wie man drauf kommen soll. Weil das ist auch einer, wo man nie wieder hinkommt, eigentlich. Das Gebiet ist ja unnötig, sag ich mal. Ja. Ja, wir haben den Treasure.
Ja, nice, also keine Ahnung, was der bringt, aber geil. Aber warte, wir können ihn zurückbringen, ja, ja. Zum Ghost bringen, er wollte ja den Treasure haben. Ist jetzt natürlich mies, dass ich das jetzt nicht einfach so machen kann, weil der Part jetzt zu Ende ist, 40 Minuten. Das ist bitter, ja. Da kommen ein paar coole Sachen dann. Und dann jetzt auch noch eine Pause, weil wir jetzt Mario Gives abspielen. Das Spiel hat auch noch seine Existenzberechtigung. Ein Cliffhanger ist ja... Ja, leider, das... Nicht nur für die, ja, für die Zuschauer, alle, sondern auch für uns. Ist halt schon scheiße. Eigentlich würde ich schon gerne, aber... Na, es geht auch um ein bisschen Variation, wenn ich hochlade. So. Na gut, war auf jeden Fall, das war halt echt schon geil erfolgreich. Na, jetzt haben wir einen geilen Schatz, den wir theoretisch verkaufen könnten, aber stattdessen geben wir den irgendwie so einen Dulli. Ja. Ne? Das Ding ist, obwohl, nee, das sag ich mal nicht. Okay. Wollte das sagen, aber nee. Okay. Ja, also, war erfolgreich. Jetzt tauschen wir den Schatz gegen ein bisschen Pfeffer aus, hoffentlich. Ich hoffe, wir können Pfeffer behalten, weil das ist schon wertvoll. Ein gutes Pfeffersteak, das wäre nice, boah. Ein Steak mit Pfeffer, Paprikapulver, also, ne, und Salz. Daraus irgendwie gewürzt. Das ist geil. Und auch Chili Flocken drauf. Das wäre richtig nice, boah. Alter. Nice. Also, mit der Geschmacksrichtung beenden wir den Part. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss, Vogelmann. Moment. Nochmal den Mittelfinger, ja, bitte. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Okay.